Ja, guten Abend. Dass Pasolini ein Künstler der Sprache ist, bedeutet nicht nur, dass er zunächst Schriftsteller war und Filme gemacht hat, nachdem er sich erst mit Gedichten und Romanen einen Namen gemacht hatte. Tatsächlich hat Pasolini seine schriftstellerische Tätigkeit ja bis an sein Lebensende fortgeführt und als Essayist und Romancier eine außerordentliche Produktivität an den Tag gelegt. Dass Pasolini ein Künstler der Sprache ist, erschöpft sich auch nicht in der Feststellung, dass seine theoretischen und kritischen Arbeiten immer wieder vielfältig, vielschichtig und intensiv um die Sprache und um die Frage der Sprache kreisen, um das Problem der Sprachentwicklung, um den Dialekt als Affirmation kultureller Differenz und damit auch als oppositionellen Gestus, aber auch um die Sprache als Medium der Herrschaft. Exemplarisch verhandelt in Pasolinis kritischen Arbeiten anhand der Herausbildung eines standardisierten technokratischen Italienisch in den 50er und 60er Jahren, in dem Pasolini in seinen Essays ein Instrument genau jener Konsumgesellschaft erkannte, in der sich die Ziele des Faschismus unter der Hand am Ende doch noch realisierten. Ein Künstler der Sprache ist im Kino und ein Künstler der Sprache überhaupt, ist Pasolini zunächst und in erster Linie, weil er im Film ein Medium erkannte, in dem die Wirklichkeit zu ihrer eigenen Sprache kam und das über eine Welthaltigkeit verfügte, die in einer Kontinuität steht mit der Realitätsfülle der poetischen und der dialektalen Sprache. Es ist die bedeutende wissenschaftliche Leistung unseres heutigen Gastes, Bernhard Gross, dass er in einer für die Forschung bis dato einzigartigen und einzigartig genauen Weise Pasolini als Künstler der Sprache ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt hat. In seinem Buch Pier Paolo Pasolini, Figurationen des Sprechens, geht er in detaillierten Werkanalysen den komplexen Verschränkungen von Filmbild und Sprechen im Werk Pasolinis auf den Grund und wirft dabei zugleich ein neues Licht auf die filmtheoretischen Positionen, die Pasolini in seinem essayistischen Werk entwickelt hat. Bernhard Gross hat nach einem Studium der Romanistik und Filmwissenschaft zunächst als freier Journalist für Publikationen wie Freitag, Spex und Ray gearbeitet und war danach von 2002 bis 2004 als DAD-Lektor für Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Cassino tätig, bevor er eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin antrat, wo er 2006 mit der erwähnten Arbeit über Figuration des Sprechens bei Pasolini promoviert wurde. Es folgten Lehr- und Forschungstätigkeiten in Berlin, Bochum und Braunschweig sowie zuletzt 2014 die Habilitation in Filmwissenschaft an der Freien Universität Berlin, wo Bernhard Gross auch heute noch forscht und lehrt. Seine Publikationen befassen sich über Pasolini hinaus mit der Genealogie der Gewalt in der italienischen Literatur und dem italienischen Kino nach 1945. Mit Fragen der Genrebildung im deutschen und italienischen Kino seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und eben doch auch immer wieder mit Pasolini. An diese verschiedenen Forschungsstränge schließt sein heutiger Vortrag an, eine neue Forschungsarbeit, die eigens für diesen Abend hergestellt wurde und die den Titel trägt, den Sie da schon gefaltet, zur Ausfaltung bereit, auf den Leinwand, auf den Vorhang projiziert sehen, PPP, was nicht für PowerPoint Presentation steht, und MGM, Genre und Serialität bei Pasolini am Beispiel des Decamerone und der Trilogie des Lebens. Ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam Bernhard Gross hier begrüßen zu können. Ja, Vinzenz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Einführung. Vielen Dank an Marc Siegel auch und vor allen Dingen auch an Urs Spörri und das Filmmuseum für die Einladung und diese wundervolle Betreuung. Vinzenz hat es gerade schon gesagt, ich werde sozusagen ein bisschen ein Experiment, das ist einer der wenigen Filme, das Decameron und die Trilogie des Lebens, zu denen ich bisher praktisch nicht gearbeitet habe. Und als ich eingeladen wurde, habe ich gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit. Ich wollte das immer schon mal tun.
damals dachte, ich habe viel Zeit, irgendwie im Frühjahr diesen Text zu schreiben. Das ist leider nicht so gewesen. Insofern würde ich mich freuen. Also es ist sozusagen Work in Progress, was ich Ihnen heute vorstelle. Und ich würde mich freuen, wenn wir hinterher darüber diskutieren können. Pasolini gilt als einer der herausragenden Autorenfilmer des 20. Jahrhunderts. Aber hat er als Autor, so meine Frage heute, auch etwas mit Genrekino zu tun? Wie wir seit André Bazins Wirken vor mehr als 70 Jahren wissen, gilt die Etikettierung als Autorenfilmer durchaus auch für das klassische Hollywood-Kino, für Genrefilme wie die Western von John Ford oder Howard Hawks, die Melodramen von Douglas Sirk oder Charles Widor. Letzterer hat 1946 Gilda mit Rita Hayworth in der Hauptrolle verfilmt. Die Story ist klassisch. Eine Frau zwischen zwei Männern, Liebe, Verrat, Rache und so weiter. Außer dass auch ich mir wünsche, dass heute Abend das Forever beginnt, habe ich Ihnen den Anfang des Songs gezeigt, weil der Titel auch der Titel des ersten Romans von Pasolini aus den 1940er Jahren ist. Im Roman Amado Mio ist der Film Gilda, sind Rita Hayworth und ihr Song wesentlicher Bezugspunkt, ja Ausdruck des noch schweifenden Begehrens einer Gruppe von Jugendlichen, die sich in den Dörfern des norditalienischen Friaul treffen. Der Film beschließt das Buch, oder der Filmbesuch beschließt das Buch. Ich zitiere aus diesem Schluss des Textes. Dann gingen die Lichter aus und es begann, was zum schönsten Film werden sollte, den Desiderio je gesehen hatte, der Protagonist. Etwas wundervoll Gemeinsames überkam alle Zuschauer angesichts von Gilda. Die Musik von Amado Mio wirkte verheerend, so sehr, dass die obszönen Rufe, die zwischen den Zuschauern hin und her flogen, das Achtung, gleich platzen dir die Knöpfe ab und das Wie oft schaffst du es heute Abend zu einem Rhythmus zu verschmelzen schienen, in dem die Zeit sich endlich zu beruhigen schien. Rita Hayworth mit ihrem riesigen Körper, ihrem Lächeln und ihrem Busen, einer Schwester und einer Prostituierten, zweideutig und engelsgleich, mit jenem kurzsichtigen, kalten und bis zum Schmachten zärtlichen Blick sang aus der Tiefe ihres Nachkriegs-Lateinamerikas mit göttlich schmeichlerischer Ausdruckslosigkeit. Zitat Ende. Mit dem Modus seiner Formulierung beschreibt Pasolini hier eine wesentliche Funktion des Genrekinos, die affektive Adressierung des Publikums im zutiefst ambivalenten und doch zueinander gehörenden Gefühlen, die hier in den widersprüchlichen Wortpaaren wie wundervoll und verheerend, kalt und zärtlich, aber auch im Gegensatz zwischen der Vulgarität der Sprüche und der traumhaften Atmosphäre zur Geltung kommen und zugleich die affektive Grundierung des ganzen Romans markieren, der hier in der Wirkung des Songs auf den einen emotionalen Moment zusammenschnurrt, in dem alles offenbar wird. Warum erzähle ich Ihnen das? Meines Erachtens sind hier im ersten Roman Pasolinis schon viele wesentliche Elemente versammelt, mit denen ich heute eine Linie in Pasolinis Arbeit entwickeln will, die zu dem Autorenfilmer nicht so recht zu passen scheint. Ich will versuchen, Ihnen die Lust am Genre, an Wiederholung, Serialität und Format bei Pasolini nahezubringen. Mit dem Verweis auf Amado Mio soll also deutlich werden, dass es bei Pasolini von Anfang an um eine Auseinandersetzung mit diesen Formen geht, ja, dass sie zentraler Bestandteil seiner Autorenschaft sind. Ich will behaupten, dass die Spannung zwischen Autorenschaft und Genre bei Pasolini selbst ein Merkmal seiner stets auf Heterogenität zielenden Politik des Ästhetischen sind. Mit der Formulierung einer Politik des Ästhetischen ziele ich auf eine theoretische und historische Fundierung meiner bis jetzt angestellten Überlegungen, die sich an die ästhetische Theorie des französischen Philosophen Jacques Rancière anschließt. Rancière sieht das politische Moment der Kunst in der Art und Weise am Werk, wie Kunst, wie Film,
der sinnlichen Ordnung und Aufteilung des Gemeinwesens per se eine eigene, inkommensurable, also unvergleichliche Ordnung entgegensetzen. Mit diesem Denken versucht Rancière gerade die scharfen Oppositionen zwischen bilderorientiertem Autoren- bzw. Kunstkino auf der einen und erzählstarkem Genre-Kino auf der anderen Seite als Sackgasse der filmhistorischen und theoretischen Diskussionen zu überwinden. Unter dieser Lesart betrachte ich auch Pasolinis Kino. Dazu diesen Faden einer Spannung zwischen Autoren- und Genreprinzip bei Pasolini aufzunehmen, hat mich aber nicht die Lektüre Rancières gebracht, sondern eine ziemlich banale Beobachtung bei den DVDs von Pasolinis sogenannter Trilogie des Lebens. Das sind die Filme Il Decameron von 1971, den wir heute sehen, I Racconti di Canterbury, also die Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer von 1972, der Film, und Il Fiore delle Mille e una Notte, die Geschichten aus Tausend und einer Nacht, der Film von 1974. Gleich zu Beginn aller drei Filme und sogar noch zu Beginn des allerletzten Films Salo, den Sie hier ja auch schon gesehen und von Klaus Teweleit besprochen bekommen haben, noch vor dem Vorspann sehen Sie das berühmte Logo, womit sich auch der Titel meines Vortrags erklärt. Eines der großen traditionellen US-Studios, die Metro-Goldwyn-Mayer, besitzt die Verwertungsrechte von Pasolinis Trilogie wie auch die von Salo. Das kam so. Die genannten Filme sind in den 1970er Jahren von der PEA, der Produzioni Europee Associati, also einfach Vereinigte Europäischer Produktion, hergestellt worden, die in den USA mit United Artists, der von Charlie Chaplin gegründeten Produktionsfirma, zusammenarbeitete. Nachdem diese Anfang der 1980er Jahre von MGM übernommen worden war, kamen auch die Distributionsrechte von Pasolinis Filmen in deren Besitz. Die PEA nun entstand in den 1960er Jahren in Italien und war ein zentraler Akteur bei der Entwicklung des Formats europäischer Großproduktionen. In den 1960er und 70er Jahren, die in den 1960er und 70er Jahren erfolgreiche Geschäftsmodelle waren. Interessant wird es für meinen Zusammenhang, schaut man sich an, welche Filme die PEA zur selben Zeit neben der Trilogie des Lebens produziert hat. Da finden sich andere große Autorenfilme wie Bernardo Bertoluccis L'ultimo Tango a Parigi von 1972 oder Fellinis Satyricon, aber ebenso die wichtigen Werke des Spaghetti-Western, Billy Wilders Komödie Avanti Avanti von 1972, Horrorfilme wie Burnt Offerings, Das Landhaus der toten Seelen im deutschen Titel oder auch Sexfilme à la Lady Hamilton zwischen Schmach und Liebe und so weiter und so weiter. Schon auf der Produktionsebene heißt das, haben wir es mit einem hybriden Konstrukt zu tun, das Autoren- und Genrefilme vereint. Interessant ist das vor allem auch deshalb, weil Pasolini für das Decameron erstmals mit der PEA zusammenarbeitete. Betrachtet man Pasolinis Arbeiten der 70er Jahre, dann scheint mir die Wahl der neuen Produktionsfirma programmatisch. Denn Kennzeichen der Arbeit Pasolinis in den 70er Jahren ist ein Amalgam aus Autoren- und Genre-Kino. Diese Form der Heterogenität scheint mir wiederum für Pasolinis Spätwerk entscheidend, wo Fragen der Autorenhandschrift sich mit Genrefragen von Stereotypen, Wiederholungen, Serialität überschneiden. Das gilt bis zu seinem letzten posthum veröffentlichten Roman Petrolio, Erdöl, der ganz ähnlich wie die Trilogie des Lebens mit Stereotypen und Serien sexueller Handlungen arbeitet, wie ich Ihnen nun insbesondere am Beispiel des Decameron entfalten möchte. Es beginnt damit, dass das Decameron die Verfilmung der gleichnamigen Novellensammlung Giovanni Boccaccios aus dem 14. Jahrhundert wirtschaftlich und von den Zuschauerzahlen her Pasolinis erfolgreichster Film ist, gefolgt von den anderen Filmen der Trilogie und dann von Salò. Also diese Filme der 70er Jahre sind sozusagen die erfolgreichsten Filme. Zugleich erhält Pasolini für die ersten beiden Filme der Trilogie, also Decameron und Racconti di Canterbury, den silbernen und goldenen Bären der Berlinale 1971
und 1972 sowie den Spezialpreis der Jury in Cannes 1974 für die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Dabei handelt es sich um Preise der renommiertesten europäischen Autorenfilmfestivals, wie Sie wissen. Und gerade Berlin galt und gilt, auch das wissen Sie, als das politischste dieser Festivals. Umso erstaunlicher ist es, dass für die deutsche Kritik diese Preise des ansonsten hochgelobten und verehrten Pasolini nahezu unverständlich waren. Die deutsche Kritik machte in Pasolinis Trilogie vor allem das Genrekino aus und begriff dies als klaren Gegensatz zu seinen Autorenfilmen der 1960er Jahre. Eine Entwicklung, die Verflachung und Kommerzialisierung bedeutete. Frieda Grafe, die große Kritikerin der Süddeutschen Zeitung, wird diesbezüglich gewohnt deutlich und benennt das Genre, dem Pasolini sich zugewandt habe. Es ist eine Kritik des Decameron. Ich zitiere: Seine konventionelle, gar nicht volksmäßige Ästhetik offenbart sich da am schlagendsten, wo aus gehäuften Sexdarstellungen immer nur brave Bildchen werden, völlig unexplosiv, die keinen kümmern und niemandem etwas tun. Es war ein ungewöhnlicher Anblick, vor einem Münchner Kino eine lange Schlange zu sehen. Soll man nun traurig sein oder empört, dass wieder einmal die letzten Kinogänger genarrt wurden? Pasolini ist kein vitaler Regisseur. Man müsste souveräner über Bildung und Kultur verfügen als er, um an die Basis vorzudringen, die schon Boccaccio auch nur ausbeutete. Dann würden sich Basisbilder von selbst ergeben. Nicht nur Bilder von Bildern und Bilder von Geschichten, die letztlich bloß erkennen lassen, dass Bildungspornos und Brummersex einen gemeinsamen Ursprung haben. Repression. Damit endet Frieda Grafes Kritik vom 20.10.1970, dem Filmstart von Decameron in Westdeutschland. Die Kritik enthält alles, wovon ich sprach. An den Stereotypen, Klischees und Wiederholungen lässt sich erkennen, dass es sich um Genrekino handelt. Der historische Bezug Boccaccios Novellen sei unreflektiert, da schon Boccaccio keine Authentizität herstellen konnte. Die bürgerliche Position Boccaccios wird durch die kleinbürgerliche Pasolinis ersetzt und dadurch noch schäbiger. Er verfügt nicht über den entsprechenden Bildungshorizont. Diese Position Pasolinis verlängert qua Form, also dem Genre, den Verblendungszusammenhang und verrät die Revolution. Denn das Volk spräche gerade nicht, weder bei Boccaccio noch bei Pasolini. Ich paraphrasiere jetzt Frieda Grafe. Schließlich benennt Grafe das Genre, Porno, Sexfilm. Das sei nicht besser als die Brummerfilme, womit sie die zeitgleichen regionalen Sexfilme bayerischer Couleur wie Unterm Dirndl wird gejodelt oder Liebesgrüße aus der Lederhose und so weiter anspielt und die implizit noch als ehrlicher gelten müssen, weil sie nicht auch noch so tun, als wollten sie etwas anderes als primitivste Schaulust zu bedienen. Hinzufügen muss man, dass der Sexfilmregisseur Alois Brummer, daher der Name, zwar seit Mitte der 1960er Jahre produziert, dass aber die Verbindung von Sex und Regionalität, die jetzt für das Decameron entscheidend ist, von Pasolinis Trilogie ihren Ausgang nimmt und in den 1970er Jahren in Italien im B-Picture-Bereich viele Nachahmer findet, also quasi ein eigenes Subgenre begründet. Auf der anderen Seite steht die französische und italienische Filmkritik, die sich intensiv mit den literarischen und vor allem kunstgeschichtlichen Bezügen im Decameron und der Trilogie insgesamt beschäftigt und darin den Autoren Pasolini und eine biografische Reflexivität am Werk sieht. Insbesondere durch die Tatsache, dass Pasolini selbst einen Schüler Giottos spielt. Der Film bezieht sich auf der visuellen Ebene, denn auch vor allem auf Gemälde von Giotto und Peter Bruegel. Meine These ist nun, dass das Decameron gerade durch die Art und Weise, wie es die visuellen Bezüge inszeniert und weniger durch die Bearbeitung der literarischen Vorlagen, sein Projekt der Heterogenität
auf neue Weise fortführt. Dabei mischt er Elemente des Genre und des Kunstkinos. Ich will diese Zusammenhänge für das Decameron kurz skizzieren. Bei der Filmsichtung werden Sie ja dann Gelegenheit haben zu vergleichen. Ich werde vor allem auf die Struktur des Films eingehen. Details können wir dann in der anschließenden Diskussion besprechen. Ich habe es jetzt allerdings auch so gemacht, damit für diejenigen, die den Film nicht kennen, nicht die ganze Spannung raus ist. Zunächst zur Literaturverfilmung. Nach mehrfacher grundlegender Drehbuchänderung bleiben von Boccaccios 100 Novellen an 10 Tagen von vor der Pest aus Florenz aufs Land geflüchteten jungen Adligen in einer Rahmenhandlung erzählt, im Film 9 Episoden übrig. Diese 9 Episoden des Films sind im Gegensatz zu Boccaccios Mischung aus regionalen und internationalen Geschichten, volkstümlichen und adeligen Personal, alle mit Neapel, dem napolitanischen Dialekt und Figuren aus dem Volk verbunden. Die Rahmenhandlung Boccaccios entfällt im Film ebenfalls. Die Episoden sind in 2 Teilen angeordnet. Sie sehen hier auf der linken Seite die Vorlage, die literarische Vorlage, und rechts immer den Film. Ich habe jetzt, weil das relativ komplex ist, beziehungsweise lang, einfach 2 Tafeln gemacht. Also hier der erste Teil, das bezieht sich nur auf Pasolinis Film, der in 2 Teile aufgeteilt ist. Und Sie können sozusagen immer sehen, auf der horizontalen Ebene gibt es dann eben, ist die Novelle benannt, auf die sich die Episode bei Pasolini bezieht. Oder aber, wie ich oben geschrieben habe, zum Teil gibt es eben keine Entsprechung und es gibt von Pasolini selbst erfundene Szenen. Man kann aus dieser Struktur eigentlich keine, also sozusagen die Art der Auswahl, außer dass es diese Reduktion gibt auf Neapel und den napolitanischen Dialekt, kann man, also habe ich zumindest und die Forschungsliteratur jetzt keine verborgene Struktur gefunden, die das erklären konnte, warum wählt er ausgerechnet diese Novellen aus? Also warum irgendwie der erste, siebte, dritte Tag und so weiter. Wie gesagt, die Episoden sind in 2 Teilen angeordnet, die jeweils von einer Rahmenerzählung umschlossen sind. Den ersten Teil rahmt die Geschichte des Steuereintreibers Ciappelletto, also das wäre hier sozusagen der erste Teil. Und dann fängt es an eben mit einer der ersten Episode Ciappelletto und endet dann auch nochmal damit. Deswegen Rahmung. Geschichte des Steuereintreibers Ciappelletto, einer historischen Figur aus dem 13. Jahrhundert, der vom Mörder und Betrüger zum Heiligen wird. Dazwischen gibt es dann 3 Episoden. Der zweite Teil ist gerahmt von der Geschichte eines Giotto-Schülers, das ist der, den Pasolini spielt. Bei Boccaccio ist es Giotto selbst. Dieser Schüler reist nach Neapel, um ein Auftragsfresko zu malen. Dazwischen gibt es 4 Episoden, die zudem immer wieder durch kurze Szenen des Giotto-Schülers voneinander abgetrennt sind. Also das sehen Sie, das macht es jetzt so kompliziert. Das ist sozusagen so eine A, B, A, C, A, D und so weiter halt Struktur. Und am Ende ist es dann sogar noch, wird dann sozusagen die Episode nochmal unterbrochen, um nochmal den Giotto-Schüler einzuholen. Anfang und Ende des Films sowie die Zwischenszenen mit dem Giotto-Schüler im zweiten Teil sind eben, wie gesagt, Hinzufügungen Pasolinis. Im Verhältnis zur literarischen Vorlage scheint der Film weniger komplex und viel homogener zu sein. Weder übernimmt Pasolini die heterogene Perspektive Boccaccios in Bezug auf die Erzählperspektiven, das heißt adelige bzw. bürgerliche Figuren erzählen von anderen Figuren unterschiedlicher sozialer Herkunft und unterschiedlicher Nationalitäten, die aber selbst sprechen und sich so gegenseitig perspektivieren. Bei Pasolini sprechen ähnliche soziale Schichten die gleiche Sprache. Es ragen lediglich die Rahmenfiguren heraus, zunächst weil sie historisch belegbaren Figuren nachempfunden sind. Nun zu den Ergebnissen der vergleichenden Ikonografie.
Am Ende des ersten Teils, zu Beginn der abschließenden Rahmung des ersten Teils, also wir sind jetzt wieder hier, zu Beginn der abschließenden Rahmung des ersten Teils bezieht der Film sich auf Peter Bruegels Der Streit des Karnevals mit dem Fasten von 1599, niederländische Renaissance. Sie kennen das Bild mit Sicherheit. Sowie auf das Schlaraffenland vom selben Maler von 1567. Ich zeige Ihnen erst Bruegels Bilder und dann Stills aus der Sequenz von aus den jeweiligen Sequenzen von Pasolini, beziehungsweise hier einer Sequenz, wo es Entsprechungen, Zitate, darüber wird sicherlich zu reden sein, gibt. Hier erst das Gesamtbild. Das ist die Gesamtansicht bei Pasolini. Sie sehen sofort, ich das ganz kurz machen darf, wie gesagt, das können wir nachher auch nochmal angucken. Hier sind die Figuren, ich glaube, das kann man ohne Details erkennen, aufeinander bezogen. Die Figuren und Szenen, hier sind sie völlig isoliert. Also sozusagen bilden einzelne Gruppen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Dann Details, hier haben wir sozusagen diese Figur, also vielleicht nochmal ganz kurz zum Bild, grob aufgeteilt, es ist irgendwie vertikal, also so, hier ist der Karneval und hier ist das Fasten, gibt es irgendwie unterschiedliche Interpretationen, da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein. Und dann sehen Sie eben hier diese Szene im Vordergrund, die hier wiederholt wird, und entscheidend ist hier, sind zum Beispiel solche Unterschiede, wie dass es hier den Totenkopf gibt. Und bei Bruegel ist es das typische Bild der Heringe, die zum Fasten, in der Fastenzeit gegessen werden. Das weitere Bild, das Schlaraffenland, wo es dann innerhalb des Dekameron diese Entsprechung gibt, die auch sozusagen große Unterschiede aufweist. Noch eine andere, hier ist es auch keine einzelne Figur, hier auf dem Fass sitzend, die einzelne Figur, sondern hier sind es mehrere Figuren, die auch maskiert sind bei Pasolini. Und noch ein letzter. Wichtig ist, dass Pasolini weder auf ein ganzes Gemälde noch auf ein einziges referiert, sondern Ausschnitte wählt und Veränderungen vornimmt. Ich habe es gerade gezeigt, Totenkopf, Heringe. Zudem stellt diese Sequenz wie auch andere mit Bildzitaten zugleich ihre Gemachtheit aus. Ich gehe nochmal zurück, sozusagen das ist jetzt eine andere, Sie haben die Figur schon gesehen. Mir geht es jetzt um den Hut. In der nächsten Szene sehen Sie, dass dieser Hut, wenn Sie hier hinschauen, das ist, ich weiß nicht, wie gut es zu sehen ist, da steht sozusagen dieser Hut als das, was er ist, nämlich einfach ein Korb, ein Weidenkorb, den sich die Figur eben aufgesetzt hat. Sie haben im Rahmen dieser Reihe schon Pasolinis Medea gesehen. Der Film ist ein Musterbeispiel dafür, dass es Pasolini nicht um historische Rekonstruktion geht. Kunsthistoriker und Ethnologen haben sich den Kopf zerbrochen über die Kostüme und die gezeigten Riten in Medea. Letztlich handelt es sich um ein Sammelsurium aus unterschiedlichsten Formen, die Pasolini zusammengestellt hat. Dort, wie hier im Dekameron, geht es also nicht um historische Rekonstruktion. Man könnte dann im Tenor der deutschen Kritik sagen, die historisierende Inszenierung ist nur billige Kulisse und Folklore-Hintergrund für die Sexszenen. Und dass es schon gar nicht um Authentizität geht, davon geben die bei Pasolini prinzipiell synchronisierten Stimmen beredtes Zeugnis ab. Das zweite Zitat bezieht sich auf eine Vision des Giotto-Schülers im zweiten Teil des Films, der eine Nachstellung von Giottos jüngstem Gericht in der Scrovegni-Kapelle in Padua von 1305 darstellt. Auch hier merkt man schnell, ich gehe einfach kurz durch,
Das wäre die Gesamtentsprechung. Und dann Teile. Das ist die Hölle. Aber auch hier merkt man schnell, dass es nicht um eine historische Rekonstruktion geht. Durch die Nahaufnahmen erscheint wiederum die Gemachtheit der Szenerie, etwa bei dem Modell hier der verkleinerten Kirche, das in der fehlenden Zentralperspektive bei Giotto noch einen metaphorischen Sinn macht, der hier wegfällt. Und das vor allem, weil der Film sowohl in Bezug auf Bruegel wie auch in Bezug auf Giotto die ganze Situation schnell in fragmentierte Ausschnitte zerlegt. Für meinen Zusammenhang entscheidend ist aber der aktuelle Bezug in den Zitaten wie im ganzen Film. Sehen Sie sich die Frisuren und Gesichter der jungen Männer an. Es handelt sich um Figuren, deren, wie hier wunderbar toupiertes, pilzförmig geschnittenes oder langes Haar das Typenspektrum der 60er Jahre zeigt. Die Beatniks, Freaks und Hippies, und zwar durchaus auch solche, die wie Terence Stamp in Theorema einen amerikanischen Einschlag haben. Das zieht sich durch den ganzen Film, findet sich auch in Racconti di Canterbury und ist wiederum stereotypes Kennzeichen der virilen Männer in beliebigen Sexfilmen der 1960er und 70er Jahre. Die historisierende Darstellung eines als abgeschlossene Welt dargestellten unentfremdeten Körperempfindens des Mittelalters, in dem Sexualität und Tod, Nahrung, Fortpflanzung und Ausscheidungen untrennbar zusammengehören, wie es von Pasolini selbst formuliert und dann auch insbesondere von der romanischen Kritik aufgenommen wurde, die Bezugspunkte sind Rabelais und Bakhtins Karnevalstheorie. Die kann also so nicht stimmen. Andererseits lässt sich nicht daraus schließen, dass Pasolini hier mit einem Tigersprung in die Vergangenheit Lebensumstände des Mittelalters mit der Zeit um 1968 kurzschließt, also ein utopisches Potenzial beschwört. Wenig hat er so polemisch bedacht wie die Studentenrevolte, die für ihn Teil der anthropologischen Mutation der 1960er Jahre in Italien und nicht etwa Hoffnung auf einen revolutionären Umschwung war. Um was geht es dann also? Meines Erachtens geht es Pasolini wie stets in seiner Arbeit darum, eine den Umständen der Zeit angemessene ästhetische Form der Heterogenität zu finden, die sich von den Modi der Herstellung ästhetischer Heterogenität unterscheidet, die Pasolini zuvor verwendet hat. Damit, denke ich, ist gewährleistet, dass seine ästhetische Arbeit im Sinne Rancières politisch bleibt, weil sie sowohl autonom als auch heteronom agiert, also eine eigene ästhetische Form kreiert, die aber auf die Gesellschaft bezogen bleibt. Ich will Ihnen nun erläutern, was es meines Erachtens mit diesem Prinzip der ästhetischen Arbeit bei Pasolini generell auf sich hat. Und das soll dann Grundlage sein, die Veränderung der Arbeit an der Heterogenität in Bezug auf das Dekameron und Pasolinis Arbeit der 70er Jahre darstellen zu können. Pasolinis Poetik der Heterogenität ist konstant durch Gattungen und Medien hindurch zu verfolgen, die er seit den 1940er Jahren bearbeitet: Lyrik, Literatur, Essay, Film, Theater. Diese Poetik sucht nach einem dichotomischen Ausdruck, nach der Kontinuität eines heterogenen Systems, sei es in der Verschränkung von Dialekten und italienischer Hochsprache, von bürgerlichem Erzähler und subproletarischer Figur, von männlich und weiblich, von Stadt und Land oder in der Verbindung von Niedrigem und Hohem, von Profanem und Heiligem. Die Arbeiten Pasolinis stellen sich solcher Art von der frühesten Dialektlyrik der 1940er Jahre über Literatur, Theater und Filme der 1950er bis 70er Jahre als Entfaltung von optisch-akustischen Konstellationen, die von Anfang an das poetische Verfahren kennzeichnen. Garant dieser Entwicklung ist dabei ein Crossing der Medien selbst, die sich gegenseitig auf die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Darstellung befragen. Lyrik und Literatur Pasolinis bearbeiten von Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit an ihre Themen kinematografisch, während sein Kino
sich mit literarischen oder theatertheoretischen Problemen auseinandersetzt. Man kann daher von einer genealogischen Konstruktion sprechen, in der die Lyrik zum Axiom der Prosa, die Prosa zum Axiom der Filme, die Filme zum Axiom der Literatur und des Theaters und das Theater wiederum zum Axiom der Filme wird, sodass sich eine Gattung jeweils im anderen Medium spiegelt und so dessen Grenzen erweitert. In dieser Reihe stehen sich auch die Elemente von Genre- und Autorenkino bei Pasolini gegenüber, die in den 70er Jahren noch, so meine These, durch Strukturen des Fernsehens perspektiviert werden. Mit der Trilogie des Lebens beginnt also noch einmal ein neuer Abschnitt der Arbeit Pasolinis. Im Dekameron wird die Heterogenität nun nicht mehr durch die Übertragung der heterogenen Sprachformen auf den Film bewerkstelligt. Im Gegenteil, ich habe es schon gesagt, diesbezüglich homogenisiert Pasolini eher, indem er den verschiedenen Sprecherpositionen, den verschiedenen Klassen, Ländern, Dialekten bei Boccaccio eine Sprecherposition, einen Dialekt und eine Region entgegensetzt, die zugleich als repräsentativ für ganz Italien steht, das Napoletanische. Hinzu kommen Stereotype, Figuren und Handlungen. Das ist sozusagen die Genreseite des Films, die deutsche Kritik annehmen ließ, es hier mit einem Produkt der Kulturindustrie zu tun zu haben. Meines Erachtens kommt die Heterogenität hier aber durch eine andere Konstellation ins Spiel, und zwar durch die Einführung einer Beobachterfigur, ja, der Figur des Autors selbst, das heißt einer ganz auf die visuelle Konstruktion bezogenen Figur, die die geschlossene Fiktion der Episoden bricht und eine andere fiktionale Ebene einzieht oder auch eine Realitätsebene. Dieser Typus ist ab den 1970er Jahren, also diese Realitätsebene, wenn Sie so wollen, die hier eingezogen wird, meines Erachtens, ist ab den 1970er Jahren als audiovisuelle Figur prominent vor allen Dingen im Fernsehen zu finden. Und zwar als metaleptische Form, die sich aus Serialität, Wiederholung und Stereotypen speist. Diesen Zusammenhang will ich abschließend erläutern. Dazu will ich zunächst klären, welche Art von Heterogenität das Dekameron genau inszeniert, wenn doch die sprachlichen und geografischen Diversitäten der literarischen Vorlage, wie angemerkt, in Pasolinis Film weitgehend nivelliert wurden. Meines Erachtens ist die Heterogenität in einem ersten Schritt in die Perspektivierung der Betrachtung der Szenen und Episoden gelegt. Das meint zum einen den Blick auf die zentrale Szene des Films, die rhythmisch als Schuss gegen Schuss wiederkehrt. Dabei handelt es sich immer um Szenen, die keine Entsprechung bei Boccaccio haben. In der ersten Sequenz des ersten Teils sehen wir den Ort, von dem aus geblickt wird zum ersten Mal bei Nacht. Wichtig sind die, Sie müssen auf die Umrisse, der Türme achten, dann erkennen Sie es sofort wieder. Dann sehen wir Cappelletto, den sehen wir auch hier schon, aber auch nur in der Silhouette. Dann sehen wir Cappelletto, wie er von diesem Punkt aus blickt. Und im Umschnitt mit Beginn dann der zweiten Episode sehen wir den Ort, von dem aus geblickt wird bei Tag. Und dann wiederum im Gegenschuss auch die Aufsicht auf die Szene, um die es geht. Das ist der Markt von Neapel. Das ist natürlich nicht der Markt von Neapel, das ist in Caserta Vecchia gedreht, die Hochburg der Casalesi. Roberto Saviano hat das entsprechende Buch Camorra dazu geschrieben. Da ist das gedreht. Diese Bilderfolge aus dem ersten Teil wiederholen sich im zweiten Teil des Films mit der Figur des Giotto-Schülers, den Pasolini, wie gesagt, selber spielt. Hier wieder der Ort. Hier sehen Sie Pasolini, so halb. Und dann eben der Gegenschuss auf das Geschehen.
Der Blick Chapelettos, der ersten Rahmenfigur aus der ersten Episode des ersten Teils, wird in der zweiten Episode von einer Figur aus dem Volk übernommen, dann weitergetragen in den zweiten Teil des Films und dort von der zweiten Rahmenfigur, dem Giotto-Schüler, übernommen. Dabei handelt es sich um eine namen- und eigenschaftslose Figur. Der Giotto-Schüler, die einzige Funktion, die er hat, ist malen. Das lenkt die Aufmerksamkeit noch stärker auf den Schauspieler Pasolini. Diese Figur macht aus der Perspektivenkonstellation etwas Neues. Einmal durch den biografischen Bezug, der das Binnenverhältnis von Fiktion und Realität berührt, und zum Zweiten in der Art und Weise des Blicks. Wir sehen dann nach dieser Szene von Pasolini gerade den Giotto-Schüler in den Zwischenteilen, zwischen den Episoden des zweiten Teils, wie sie mit der Art und Weise dieses Blicks Figuren auf dem Markt fixiert, die dann in dem Fresko in der Kirche, das er malt, wieder auftauchen und die zugleich Figuren der Episoden sind. Also ein Beispiel, das ist der Blick Pasolinis, und im Umschnitt sehen Sie dann die Figuren, die, auf die er schaut, und die tauchen dann sozusagen im nächsten Umschnitt, sind sie die Protagonisten der nächsten Episode. Man könnte sagen, es geht im zweiten Teil des Films darum, den Blick des Malers einzufangen. Aber auch das stimmt nicht ganz, denn damit hätten wir eine subjektive und eine homogene Perspektive zugleich. Es geht aber auch hier um die sogenannte freie, indirekte, subjektive Perspektive, Pasolinis berühmte Formel aus seinem Entwurf einer ästhetischen Theorie, die er das Kino der Poesie genannt hat. Diese freie, indirekte, subjektive Perspektive meint in unserem Zusammenhang eine Perspektive, die selbst wieder perspektiviert ist, ohne dass sie vollständig auf eine Figur oder einen Handlungszusammenhang zurückführbar ist. Die Perspektive Chapelettos im ersten Teil des Films wird durch die Perspektive der Figur aus dem Volk und diese wird durch die Perspektive des Malers perspektiviert. Und die Perspektive des Malers wird selbst wieder perspektiviert durch den Blick der Kamera auf ihn, die selbst einen anderen Maler zitiert. Wenn der Maler seinen Traum von Giottos jüngstem Gericht hat, also das Beispiel, was wir eben gesehen haben im Vergleich, wenn er also diesen Traum von Giottos jüngstem Gericht hat, wie oben erwähnt, dann ist der Schuss auf ihn vor dem Gegenschuss auf die Vision der Blick des Malers Andrea Mantegna auf den toten Christus. Das ist die erste Szene, Pasolini, der Maler schläft, wacht dann auf und hat die Vision. Ich zeige Ihnen zum Vergleich das Bild Andrea Mantegnas, Frührenaissance. Und dann Pasolini, der aufwacht. Wenn Sie das zusammenziehen, haben Sie natürlich sowas wie eine Auferstehung. Die durch die Räumlichkeit der Zentralperspektive, die für Mantegna jetzt eine sehr große Rolle spielt, in starker Verkürzung gezeigte Figur blickt auf nachgestellte Fragmente des Malers Giotto, der noch ohne diesen optischen Kniff der Renaissance malte und dadurch vor allen Dingen Flächen herstellte, die in der Nachstellung im Film zu grotesken Aktualisierungen werden. Diese Perspektivierung der Perspektivierung, dieser Perspektivierung der Perspektivierung kann man noch eine weitere Facette hinzufügen, denn wenn der Bezug zwischen ersten und zweiten Teil des Films durch die gleichen Orte und Blicke hergestellt ist, dann blickt auch der Blick, der mit der Anspielung auf Bruegel verbunden ist, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, auf den Blick, der sich auf das Zitat Giottos bezieht, der wiederum durch Mantegna betrachtet wird. Und schließlich blickt der Autor Pasolini als Maler auf ein Geschehen und auf Figuren, die er dann selbst in seinem Fresko verarbeitet. Kurze Rede, langer Sinn. Was ich damit sagen will, ist, dass jetzt durch diese für Pasolini neue Art der Perspektivierung die heterogene Grundstruktur entsteht, die sich jenseits der Fragen von historischer Genauigkeit, Referenz, Zitation und damit jenseits abbildlicher Realismen bewegt. Damit steht Pasolini auch mit dem Dekameron ganz in der Tradition seiner eigenen Arbeit,
ist in diese Tradition hineingestellt und steht zugleich selbst noch einmal quer zu der beschriebenen Perspektivierung. Ich meine die Elemente des Genre-Kinos, die im Decameron und in der Trilogie wirksam sind. Also etwa die Varianten sexueller Beziehungen und Handlungen, die wir sehen werden, die die Filme zeigen und die schematische, vollkommen unpsychologische Figuren zeigen, die auf keine Entwicklung zielen. Gerade dadurch aber treten die Nuancen der Figurendarstellung besonders hervor. Es entstehen Individualitäten. Diesen Gedanken Stanley Cavells könnte man mit dem oben erwähnten Rancière als die spezifische Politik des Genre-Kinos bezeichnen, nämlich das, dessen ganz eigene sinnliche Ordnung darin besteht, innerhalb der Stereotypen, repräsentativen Logik seiner Fabel, eine zu dieser in Spannung stehende ästhetische Form von Wiederholung und Serialität zu implementieren. Diese bestünde in der Trilogie zunächst in der Serialität der Filme selber. Wenn man Salot hinzunimmt, was ich durchaus tun würde, dann handelt es sich um eine Tetralogie. Dann besteht sie insbesondere darin, dass immer wieder die gleichen Schauspieler eingesetzt werden, die zuvor nicht in Pasolinis Filmen spielten. Dazu gehört Pasolini selbst. Und auf der anderen Seite Schauspieler wie Ninetto Davoli, den Sie schon häufig gesehen haben, wenn Sie die Reihe besucht haben, und Franco Citti, das ist der Chapoletto, die Figur, die wir am Anfang bei Nacht gesehen haben, die aus vielen Filmen Pasolinis bekannt sind und darüber durch die Filme hindurch ein Eigenleben entwickeln, das nichts zu tun hat mit einer psychologischen Entwicklung der jeweiligen Figuren, die sie spielen. Heterogen wäre dann hier die Konfrontation schlichter Plots mit den immer gleichen Figuren und dem dadurch möglichen Realismus der Nuancen ihres Spiels. Neu ist eben auch, dass Pasolini sich erstmals selbst als Schauspieler einer Künstlerfigur inszeniert, die nicht nur die Rahmenepisode bestimmt, sondern in die umrahmten Episoden hineinwirkt, also eine zentrale Rolle einnimmt. So taucht eine andere Realität in die fiktiven Konstellationen der Episoden ein. Rahmen und Episoden stehen so in einem Spannungsverhältnis von Realität und Fiktion. Meines Erachtens ist damit der zweite zentrale Punkt einer die 1970er Jahre speziell reflektierenden ästhetischen Konstruktion von Heterogenität bei Pasolini benannt. Eben die metaleptische Struktur der Filme. Dieser Begriff aus der Narrationstheorie von Gérard Genette beschreibt die mit Serienformen der Literatur seit Charles Dickens aufkommende Form von direkten Interventionen des Autors in das Geschehen. Das heißt, das Eindringen eines extradiegetischen Autors in die Welt des Diegetischen, also der Erzählung. Thomas Morsch hat nun dieses Prinzip als metaleptische Erfahrungsform für das Fernsehen beschrieben, und zwar als elementares oder zentrales Konstruktionsprinzip des Seriellen des Fernsehens, das in seiner Programmfolge das Fernsehen und seinem Flow permanent zwischen Realität und Fiktion wechselt, also permanent Ebenen vermischt. Meine These ist, dass Pasolini hier also Strukturen des Fernsehens nutzt, um die Heterogenität als zentralen Modus seiner Politik des Ästhetischen zeitgemäß, und das heißt in Auseinandersetzung mit den aktuellen gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen zu realisieren. Nun könnte man einwenden, warum ich von Fernsehstrukturen spreche, wenn die Metalepse zunächst eine literarische Form ist und wenn Pasolini, wie Sie wahrscheinlich wissen, doch das Fernsehen wie kaum etwas anderes verdammt hat. Ungefähr so wie die Studenten hat er das Fernsehen verdammt. Dem steht entgegen, dass Pasolini im Decameron gerade die visuelle, die kinematografische Seite der Perspektivierung und damit des Spiels mit Fiktion und Realität ins Zentrum stellt, anders als bei seinen anderen Literaturverfilmungen. Hinzu kommt, dass Pasolini selbst als streitbarer Kommentator des Zeitgeschehens in den 1970er Jahren immer häufiger auch im italienischen Fernsehen auftritt, das zu dieser Zeit privatisiert wird und dadurch ein rasches Wachstum erlebt, also das, was in Deutschland ab Mitte der 80er Jahre passiert ist.
Dadurch entsteht eine Figur Pasolini, die die verschiedenen Ebenen von Fiktion und Realität im Fernsehen bzw. in den Medien selbst bedient. Als Schriftsteller, wie als Regisseur, als Schauspieler, wie als fiktionale Figur. So wird Pasolini, der Autor, der sich einmischt, sozusagen selbst zu einer metaleptischen Erfahrungsform. Ein Nachwort. Apropos, die Revolution findet trotzdem statt. Zwischen dem Decameron und den Racconti di Canterbury wird nach einer Idee von Pasolini mit seinen Texten und unter seiner Supervision von der linksradikalen Gruppe Lotta Continua, der Kampf geht weiter, der Film Il 12 dicembre, der 12. Dezember, gedreht, der sich mit den Hintergründen eines verheerenden Bombenanschlags auf eine Mailänder Bank 1969 mit 17 Toten und über 100 Verletzten beschäftigt, der der Linken in die Schuhe geschoben wurde, obwohl es sich um ein neofaschistisches Attentat handelte. Dieses gilt heute als Beginn des sogenannten Staatsterrors in Italien, von Politikern und Militärs in Auftrag gegebene Anschläge zur Destabilisierung des Landes. Der Film deutet diese Zusammenhänge bereits 1972 an, die erst ab 1990 und später in Italien ans Licht kamen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.